Ach, das warst nicht du? Nein, das war ich nicht. Ich puste nirgendwo rein. Ach, da ist ein Ofen drin. Das ist meiner. Wo hast du denn den Hasen her? Der hat einen richtigen Hasen. Ja. Er hat einen Hasen gegrillt. Ist jetzt schon wieder Tag? Nein. Ja, dann schlaf doch endlich mal. Ja, ey, das will ich ja schon die ganze Zeit, aber... Es hat aufgehört zu regnen. Dankeschön. Schön, das war so schön. Wer hat den Regen abgestellt? Segt euch hin! Kann ich bei Basti mit dem Bett schlafen? Nein. Tja, diese Aufnahme kann man doch nie im Leben nehmen. Anscheinend ja schon. Muss ich ja. Jetzt legt euch hin, Herrgott. Dieser was bad from your server. Kriegt euch jetzt mal ein, verdammte Scheiße. Wow, es hat geklappt. Ein Wunder, ey. Guten Morgen, Welt. Ich hab die Nacht überstanden. Raus. Hey, wie konntest du da aufstehen? Wutbahn? Wer auch immer das Bett vergessen hat, ich werd's verbrennen. Ich hab eins. Oh. Ja, wollen wir denn jetzt hier bauen oder noch weiter? Wir wollten bauen. Weiter. Wir wollten schlafen. Wir wollten weiter bauen. Also erst bauen schlafen. Also, ja, okay, er ist auch ein Tagträumer, also von daher geht das ja. Ich bin immer noch dafür, dass wir Basti schwarz anmalen. Och, Mann. Ist doch eine schöne Farbe. Wo er jetzt so sagt, hat er nicht recht. Ich glaube, dieses... Das wird niemals produktiv werden hier. Nein, warum habe ich diese Crewbus zusammengesucht? Wollen wir jetzt hier bleiben, oder? Wollen wir hier bleiben? Ja. Gut, ich gehe farmen. Apfel. Creeper! Wir haben Apfel gefunden. Meins. Der Knochenschlag. Hey! Ha! Ich war's nicht. Ist nichts passiert, war im Wasser. Ich lege denn mal den Grundstein. Ne, ich will nicht, dass du den Grundstein für mein Haus legst. Toll! Den Grundstein gelegt. Sehr produktiv. Ja, wollen wir eine Cobblestone-Wand bauen, oder? Nee. Aus Holz. Boah, Diamantwand. Ja! Erstmal 1000 Jahre hier Diamanten farmen, dann hätten wir es auch. So. Wieso brauchst du überall diese Stumpfe? Das wären die Kanten vom Haus. Achso. Weil ich sagen müsste, dass wir eigentlich nochmal weitergehen sollten, vielleicht. Ja, gut. Es ist ja warum? Jetzt so eine. Weil man könnte ja meinen, dass man noch was Besseres findet. Ja, das wirst du immer denken. Das ist ja wahr. Manchmal richtig was Geiles gefunden. Dann ärgerst du dich, dass du hier ein Haus gebaut hast. Ja, dann brauchst du da halt noch ein Haus bauen. Okay. Apfel. Pappel. Hey, hey Apple, hey. Hallo, geh mal gut bauen. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich bauen soll, deswegen werde ich einfach mal Basti mit einer Fackel schlagen. Weiß jemand, wo Basti ist? Basti, ja. Mäuschen, sag mal Piep. Du wirst mich niemals finden. Irgendwann wirst du schlafen. Dann werde ich dir meine große Fackel zeigen.
Oh, das klang ja zweideutig. Oh, oder doch nicht? Mystery, die wir niemals lösen können. Ich, Basti, wo wäre ich? Weil der forscht schon wieder ein anderes Gebiet, der hat Reis ausgenommen. Ja, genau das habe ich getan. Das wird Haus. Genau. Was wäre denn Haus? Was ist das da hinten für ein Jägerstand? Oh. Was für ein Jägerstand? Es wird wohl das sein, wonach es aussieht. Aber nach was sieht das aus? Aus dem Pommes-Dresen. Dann wird's auch das sein. Big Mac Mini mit Komm. Oh Mann. Product Placement. Komplette Schleichwerbung hier. Ja. Ich krieg 15 Millionen Euro die Stunde von denen. Das ist ja ganz schön viel. Nee, ist zu wenig. Dann gehe ich jetzt auch zu Burger King. Run it, bis morgen. Weiß ich mal, wo der ist, der Ofen noch da in der. Ja. Der Hut, das ist alles noch da. Dann schläft Basti doch da. Stimmt, da wollte ich ins Bett, hat er gesagt. Ach, da unten. Ich weiß, wo du bist, Bas. Also, wir haben abgestimmt für hier bleiben und für weggehen. Er hat sich für Schlafen entschieden. Ja, da ist auch so eine komische Kuh mit drin. Was für eine Kuh? Er schläft mit einer Kuh? Ich weiß nicht, er zuckt die ganze Zeit. Ich glaube, ich habe einen. Nee, hä? Ja, ich habe einen zu tief gebaut. Upsi. Und Christoph, kommst du langsam so ein bisschen klar? Oder? Ich mach mir gerade Essen und versuche nicht zu sterben und gleich gehe ich Basti hinterher und die guten Sachen abstauben. Das glaube ich nicht. Klingt nach einem normalen Tag. Ja. Dann wie in real life, ne? Genau. Du meinst, du kriegst im real life auch nichts gebacken? So wie damals, wo ich in das Portemonnaie geklaut habe. Im Moment, so wie ich am Ofen stehe, doch. Sieht recht positiv aus. Leicht positiv. Recht. Recht. Sag mal. Geh mal diese Nazi-Witze hier. Das hast jetzt du gesagt, also. Ich hab nur hier eine Richtung. Hier nicht vom rechten Wege ab. Ist das ein rechter Winkel? Zum rechten. Also irgendjemand von euch kann heute Nacht nicht schlafen, weil ich zwei Betten im Inventar habe. Toll. Ich hab eins. Wird ja schon wieder dunkel. Kann das sein, dass die Zeit geändert wurde? Nein. Nein. Na denn. Wer mal. Aber schon. Witzig aus, wie du da fummelst. Was, wie fummelt der? Es geht dich nichts an. Ich lass mal den Profi das machen. Das Fummeln? Ja. Wird's wieder Tag? War eben dunkler geworden, doch meine ich. Ach, du hast einen Knick in der Optik. Basti, ich hab mich umgesehen. Also, wir sind die Geilsten hier. Verpiss dich. Dieser Sarkasmus. Er hat mich geschlagen. Stimmt gar nicht.
Das kann man ganz sicher jetzt darunter schmeißen und du wirst ihn aufheben müssen, wenn du zu. Boah, ich nehm gerne Müll. Tatsächlich tut er das auch in real life. Hast du schon mal sein Zimmer gesehen? Alles voller Müll. Wann hast du das letzte Mal das Haus verlassen? In der Freizeit. Touché. Wir haben uns den höchsten Punkt der ganzen Map ausgesucht, glaube ich. Oh, so, Höhe 11. Hier kann ich Diamanten farmen. Echt jetzt? Der ist so tief? Ja. Ich will Diamanten farmen. Und Christoph ist auch bei dir, oder? Nee, den habe ich abgewimmelt. Wie nett. Denkt er, aber ich bin noch da. Ich baue nur einen Weg zurück, weil er sich hier einmal verbaut hat. Arschloch. Er baut mich ein. Nein, das ist einfach gar nicht, wie das geht. Könntest du dir jetzt erklären, aber das wäre eine Dummheit. Das wäre von Vorteil, ne? Bauen wir gleich einen Goldapfel. Ach, da ist er. Ich sehe gerade seinen Namen. Ach, da ist er. Das hast du eben schon gesagt. Nee, ich habe ihn eben nur seinen Namen gesehen und jetzt habe ich ihn nochmal direkt gesehen. Ach. Meine Mine. Hey, alle raus aus meiner Mine. Mein Schatz! Sucht euch euer eigenes Gold. Doch gar keine in deiner Mine drinne. Alle. Jedenfalls würde mich das wundern, wie die da reinkommen wollen. Oder wie ihr rauskommen wollt. Moment mal. Sind beide Seiten zu, verdammt. Du weißt eh, dass ich da nicht mehr rauskommen werde, wo ich reingekommen bin. Oh. Luft! Aber sehr bald wirst du rauskommen müssen. Warum? Ich sehe, dass nichts den Gang runterläuft. Und für Lava hast du. Weiß nicht mal, wie du Lava holst, also. Braucht ihr Holz? Hey? Hä? Holz? Ja. Hm. Vielleicht? Wer braucht Holz? Sollte man eine Kiste machen? Doch, brauchst du Holz? Wie baut man eine Kiste? Her damit. Wow. Holz. Was? Wo hast du das ganze Holz her? Da habe ich zwischendurch mal gehabt. Ich glaube, ich habe noch mehr. Oh, ich habe noch ein Akazienholz. Ich geh mal ein bisschen Holz hacken. Ich mach mal Besen ein bisschen. Mach dich mal nützlich. Mach dich mal nützlich und bau mal die Erde ab im Haus. Wo? Dass wir da Fußboden einlegen können. Also einmal den Fußboden hier abbodeln. Abbodeln? Reicht einfache Tiefe hier oder was? Ich dachte, wir machen da Cobblestone rein, ne? Also Bruchstein. Gilf, wir sollten auch bald mal eine Endertruhe bauen. Ich vertraue Christoph nicht. Weißt du, wegen dir müssen wir jetzt Endertruhe bauen, weil du niemanden vertraust. Ja. Das hört sich so vertrauenswürdig an, dass ich das sofort machen will. Was hier, uns kannst du doch vertrauen, ne? Bam bam. Also dir nicht. Und du bist nicht der, den ich in diesem TS am kürzesten kenne. Das hat ihn zutiefst verletzt, glaube ich. Ja doch, also ich habe tatsächlich eine Träne im Auge. Eine? Ja, eine mehr würde ich dir jetzt nicht nachweinen, das ist nicht männlich. Ist ein Fußboden wichtig? Nö, aber ja gut, wäre schon. Also in deinem eigenen Haus ist hier der Fußboden wichtig? Ist das jetzt hier, hat das irgendeinen Sinn? Optisch? Ja, zum Beispiel. Optisch. Häuser haben alles optischen Sinn. Du kannst auch draußen schlafen. Das stimmt. Oh, jetzt fängt die Minecraft-Musik bei mir an. Bang! Bau mir ein Schlammhaus. Ich bau dir ein. Genau wie das Taschenmesser, was ich erfunden habe. Endlich kann ich eine Tasche messen. Ich lach nachher, ich habe ihn noch nicht verstanden.
Ich lach gar nicht, weil ich ihn doof finde. Hallo, der Kopf von Dr. Tessor. Also finde ich ihn doof. Ist okay. Also du würdest schon sagen, dass du damit leben kannst. Ja. Also ich bin ein bisschen verletzt, muss ich sagen. Du bist mir aber egal. Ach, so ist das. So ist das. Ja, ja, seit er die Kuh hat, ist er ganz anders drauf. Das stimmt. Hat viel Kuh. Ich bin auf einmal abhängig von Rindfleisch. Ach, Diabetes. Und die hast gefunden. Echt jetzt? Ja. Alter, was mir. Einer, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Warum hast du ihn das Stück? Hä? Ja, das war schon ziemlich anstrengend, das Zählen beizubringen, aber es hat sich wohl gelohnt. Acht Dias. Boah. Zaubertasch. Immerhin, er hat zu sechs Dias schon mal acht gesagt. Ja. Oh, ist keine Kohle mehr. Oh, ich will eine Spinne. Zaubertisch incoming. Man kann ja auch die Spitze. Ich habe schon fast 30 Level. Alte Materialien hier verbrennen. Ich habe jetzt ein kleines Haus aus Schlamm gebaut und ich muss sagen, ich bin stolz auf mich. Voll das Anfänger-Noob-Haus. Was? Das ist richtig genial. Sag ja, nicht Noob-Haus. Sag bitte minderbemitteltes Haus. Wo ist er denn? Dreckhütte. Dein unerfahrenes Haus. Ach da. Das ist politisch unkorrekt. Es ist wirklich wunderschön. Aber nur freitags. Ne, das dauert halt, bis man da richtig reingestiegen ist zu dem. Reingestiegen? Ja, ne? Steigst du auch nicht irgendwo rein? Ich steig gerne in fremde Autos. Oh, okay. Oh, was ist das für ein rosa Stein hier? Den kenne ich gar nicht. Granit. Granit? Granit, ja. Da kannst du drauf beißen, gibt's ein Sprichwort. Auf Granit, da kannst du einen bauen. Kein Matsch mehr. Dann wird dieses Haus nicht fertig werden. Brauchst du jetzt erst ein Haus aus Matsch? Ja, tut er. Ein reines Matsch. Das ist Matsch modern. Mensch. Matsch ist schön, Matsch ist modern. Das ist modern. Das ist rustikal. Sag mal zu einem, was alt und scheiße ist. Nee, das ist antik. Das hast du gerade verwechselt. Ja? Hm. Brauche ich jetzt zwei von denen? Hä? Ich hab dir eine Axt gegeben übrigens, ne? Warum hast du das getan? Jetzt hast du Spaß. Warum hast du das getan? Du baust da übelst mit der Hand hier Bäume ab und... Ja, aber ich hatte eine Beschäftigung, weißt du, ich hatte eine Mission. Also Tore, was ist deine Mission? Jetzt hast du mir gerade den Lebenswillen genommen. Mach es zu deinem Projekt, ja? Das richtige Feierabend, ein bisschen Holzkloppen. Wir Jungs von der Forst sind da sowieso ganz eigen, ne? Von der was? Die Jungs von der Forst, ich bin noch hier Holz haben. Achso. Brauch jemand denk Holz? Dran, dass du, denk dran, dass du Holz nachsetzt, ne? Dass wir noch hier. Ich weiß nicht, wie man Holz nachsetzt, Tom. Du kriegst ja Setzdinge vom Bäumen. Achso. Ja, die okay. Kannst du mit Recht auf die Erde bepflanzen. Willst du Holz haben?
kann er das? Oh, Holz. 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 Holz? Ich geh Holz sammeln. Ach, Holz. Ach, das sind die Setzlinge, die du da reingehörst. Genau, die wachsen dann irgendwann zum Bäumen. Brauch bald eine neue Axt. Hä? Wie gehen Zäune? Gehen die nicht mehr so wie früher? Nein. Du brauchst Sticks und festes Holz. Oder du musst eine Zaun-App laden. Ich nehme das mit der App, das geht leichter. DLC, das musst du jetzt kaufen. Minecraft ist ja tatsächlich so geworden auf PC-Version, auf meiner Konsolenversion, dass du Texturenpacks da wirklich als DLC runterladen musst. Ach ja. Da. Wie konnte man das nur vergessen? Ja, das ist alles Abzocke geworden. Damals hast du ein Spiel gekauft, hast es gezockt, hast es durchgezockt und gut war. Und jetzt musst du jeden Scheiß extra kaufen. Ich mach sowas. Ah, so geht das. Ja, so zieht man Leute ab, Tore. Das hast du richtig verstanden. Nein, ich hab da einen Zaun hergestellt. Er probiert es. Nö, steht es nicht. Er gibt den Leuten, damit sie seine DC spielen. Errungenschaft, Tore. Beobachtet da so ein komischer Buschmann. Was für ein Buschmann? Ich weiß nicht, der sieht aus wie ein Busch. Und ich glaube, ein Mann, und der beobachtet ihn. Ach, stimmt, ich kann ja jetzt auch Wege mit der Schaufel machen. Wege? Ja, Wege, du machst. Ach, stimmt. Ah, ja, Wege. Ja, da bist du aber auf dem Holzweg. Nee, bist du nicht. Der Weg ist nicht aus Holz. Geht der Weg wieder weg? Gar nicht. Oder? Doch, du kannst draufspringen. Echt? Genau. Nein, keine Ahnung. Der geht nicht mehr weg. Ich würde es abbauen. Doch, der geht und wieder weg. Aufbauen. Der will Holz. Holz? Holzkopf. Holz? Holz? Philipp Holz? Holz? Wer hat hier gerade Holzkopf gesagt? Holz? Du. Ein Holz, ne? Holz? Oh, Holz? 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 Treffpunkt oben. Holz! Holz? Können wir eine Axt rausschmeißen? Nö. Oh. Wo ist denn das Huhn? Hier war doch ein Huhn eben. Ach da. Was hast du hier für einen Pornokeller gebaut? Ja. Guck mal, hier gerade zu sehe ich schon das Andreaskreuz. Da werde ich Basti nachher ranstrapsen. Das ist ein Fritzelkeller. Was brauche ich denn, mein Bau mir eine Axt. Kannst du das nicht selbst? Nö, kann er nicht. Doch schon, aber ich hab kein Holz. Ich hab dir da einen hingelegt, im Haus. Ja, ich dachte, er hat sie eingesammelt. Ich suche es noch einen Huhn. Achso, warte mal, wir haben auch Eier. Nein, das Haus ist ausgerutscht. Wir brauchen Eier. Deutschland braucht Eier. Eier für Tore. Ja, ich hab's schon hier bei Amazon bestellt. Huch, hier ist ja ein Sumpf. Huch. Von wegen Insel. Da geht's ja noch weiter. Ich weiß es nicht. Ich bin ganz tief unter der Erde. Weil im Gegensatz zu manchen anderen Leuten bin ich gerade sowas von produktiv. Doch. Ich baue die ganze Zeit Holz ab. Ich suche einen Huhn. Ja, denk an die Zukunft, ne? Habt ihr mal überlegt, wie viel Eisen wir fahren müssen, damit alle von uns eine volle Eisenrüstung kriegen? Bisschen, ne? Ja, ich bin der Meinung, du brauchst... vier... Du kannst Mathe? 12... Kannst zahlen? 17... 23, 25, kann das sein? Mit Schwert? Weiß es nicht. Gibt es hier auch noch so eine Future-Sache wie bei Terraria jetzt? Nein, das ist nicht so. Future? Also ist Eisen das Ultimo, oder? Nein, Diamant. Deine. Wenn du Diamant hast, dann kannst du richtig gute Ausrüstung bauen. Dementsprechend richtig gut. Was für eine Formulierung. Ja, ja, ich muss das auch erstmal verstehen. Ich verdau es eigentlich immer noch.
Hallo, blödes Huhn. Das merkt gar nicht, dass ich hier Seeds habe. Seeds. Oder Weizenkörner. Das König der Biere. Oh, was ist denn mit den Hühnern los? Die wollen gar nicht mehr. Ja, sie wollen dich nicht. Schiebe ich das Huhn halt. Schieben! Hast du ja schon mal einen Huhn pinkeln sehen? Weißt du, wie das aussieht? Ich will es sehen. Hast du es noch nicht gesehen? Stellen sie am Zaun und heben so ein Bein hoch und dann... Echt jetzt? Alter. Alter. Ach, so ein Hund. Ja, Holz. Was hast du? Holz. Wer braucht Holz? Eine? Habe ich jetzt umsonst zu viel gesammelt? Ich bin momentan so weit weg von euch, dass ich es, glaube ich, nicht gebrauchen kann. Warum hast du es nicht gelassen? Das sah hübsch aus. Jetzt wird das Huhn wieder. Level 15. Willst du Holz? Holz? Welche Truhe kannst du reinlegen? Pack ich da rein. Hallo Truhe. Aber Holz. Ey, ist das Huhn behindert? Ist komm! Ist das Huhn behindert? Nicht so rassistisch. Nenn mich so. Rassistisch? Rassistisch. Was ist rassistisch? Das weiß ich auch nicht. Wenn man böse zu einem Huhn ist, ist es rassistisch? Ja. Muss es sein. Opa weiß, dass es beschissisch ist, wenn man rassistisch ist. Stehe ich nicht. Ich auch nicht. Ich wollte mal was sagen. Ich hätte fast gelacht. Lachen. Sarkastisches Lachen. Hahaha. Jetzt könnt ihr auch mal lachen. Warte, ich suche noch eine Grillen-App. Nein! Jetzt ein DLC, jetzt musst du es kaufen. Scheiße. Ich wollte eine Peitsche-App so. Lade jetzt die Grillen-App runter, die brauchen wir. Ja, toll! Dein scheiß Ernst! Das will ich. Alle sind produktiv. Ist in Ordnung, ich glaube, wir brauchen die noch öfter. Okay, du musst jetzt nicht 1000 Grill... Ey, hör auf! Das ist ja schon fast ein Grillfest. Was war das denn jetzt für ein Cyber-Ding? Hört sich an nach einem Frosch an. Das hat der, das hat einer gesägt. Hast du es bald nach? Echt jetzt? Ich glaube, der zieht am Korken. Ich höre Lava. Echt Jens? Hä, alle Sounds, die man gerade gehört hat, musst du als Tiere einfügen nachher. Was war das? Keine Ahnung, du wirst es sehen, wenn Torres einfügt. Haben es bald mal! Diese Atmosphäre geht mir auf die Nerven. Da fehlen noch Tiergeräusche in diesem Spiel. Das ganze Knackern geht mir auf den Sack. Und die hat gefunden. Eins, zwei, drei, vier, fünf,
6. Haben wir es bald? 7, 8. Hallo, Gockel, komm her. Hallo, hört ihr mich überhaupt? Haben wir es bald mal? Das ist der Gockel, der vor dir steht. Als ob. Ich fühle mich irgendwie von Geiern verfolgt. Als würde ich gleich sterben. Tötet ihn. Warte mal, man kann ja auch hier so. Hallo, Huhn, beweg dich. Es will nicht. Huhn sagt nein. Huhn! Beweg deinen Arsch. Geht doch. Dem Huhn man nicht auf die. Huhn am Eier? Wieder dunkel. So, ich war ein wenig schlechter und habe euch frisches Fleisch mitgebracht.